Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Coffee Lecture. Schön, dass Sie hier drin sind. Es ist vielleicht ein bisschen kühler als draußen. Ich hoffe es zumindest für Sie und auch für mich, dass wir das ohne schweißtreibende, weiß ich nicht was, hier über die Bühne kriegen. Thema heute ist Übung macht den Meister mit dem Testing-Effekt zum effektiven Lernen. Geht nicht nur um Effektivität, sondern auch um Effizienz. Und das ist ein Thema, was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, weil, naja, im Studium muss man ja schon sehr, sehr viel lernen. Es sind große Mengen, die Sie da zu bewältigen haben. Und dann ist es einfach schön, wenn man auch nach einem anstrengenden Lerntag wirklich was mitgenommen hat und sagen kann, ja, jetzt weiß ich tatsächlich mehr als vorher. Warum muss man eigentlich üben? Um das zu beantworten, möchte ich Ihnen erstmal die Vergessenskurve zeigen. Die sieht im Regelfall so aus. Das heißt, in dem Moment, wo man etwas lernt, hier Zeit ist noch nicht viel verstrichen, da weiß man noch sehr viel. Da ist die Erinnerungsleistung hoch. Und umso mehr Zeit vergeht, umso weniger weiß man und an so weniger kann man sich erinnern. Und das ist natürlich schade. Gerade wenn Sie große Stoffmengen zu bewältigen haben, ja, da ist die Frage, was kann man tun? Und das Beste ist tatsächlich zu üben und zu wiederholen. Und zwar, und das ist das Wichtige, zu bestimmten Zeitpunkten und auf eine bestimmte Art und Weise. Zum Zeitpunkt kann man sagen, es ist schön, wenn man die erste Wiederholung recht früh macht. Also dann, wenn man noch wirklich einiges weiß, hat zwei Vorteile. Man braucht zum einen relativ wenig Zeit, um wieder bei einer sehr hohen Erinnerungsleistung zu liegen. Das sieht man daran, dass hier dieser Strich nicht ganz so hoch ist, weil man ja noch sehr, sehr viel wusste. Und zum anderen führt die Vergessenskurve dann einfach nicht mehr so steil nach unten. Das heißt, es bleibt sehr, sehr viel mehr hängen, wenn man sehr, sehr früh wiederholt. Und das ist ja eigentlich das, was Sie auch in Bezug auf Klausuren, Prüfungen und dergleichen erreichen wollen. Und das kann man natürlich nochmal verstärken, wenn man eine zweite Wiederholung macht und diese zweite Wiederholung wieder relativ nah, eben dann, wenn man noch einiges weiß, aber vielleicht auch schon drüber nachdenken muss. Und man sieht, auch dann braucht man relativ wenig Aufwand, um wieder viel zu wissen und die Kurve geht noch viel weniger nach unten. Das heißt, das Wissen konsolidiert sich, das verfestigt sich. Und das ist ja sozusagen auch das Ziel, was Sie beim Lernen haben. Also, da stecken zwei Aspekte mit drin. Wenn man lernt, dann sollte man zwei Sachen berücksichtigen, nämlich zum einen den Effekt der verteilten Übung. Der besagt eigentlich nur, es ist besser, wenn man den Lernstoff auf mehrere Blöcke verteilt, dann braucht man insgesamt weniger Lernzeit, als wenn man einen großen Block macht und alles auf einmal abhandelt. Und zwischen den Blöcken darf auch ein bisschen Zeit vergehen, das heißt, da kann man ruhig mal 2, 3, 4 Stunden oder auch 3, 4 Tage dazwischen liegen haben. Das ist überhaupt gar kein Problem, sondern unterstützt das Lernen eben langfristig. Und das Zweite ist eine Strategie, in der es darum geht, diese Wiederholung eben zum richtigen Zeitpunkt zu machen, die Expanding Rehearsal Strategy. Da ist es einfach gut, wenn die Zeitintervalle zwischen den Wiederholungen immer größer werden. Das heißt, am Anfang relativ schnell zu wiederholen, haben wir ja auch auf der Abbildung davor gesehen, und dann aber die Zeitabstände länger werden lassen, weil es ist ja schon viel mehr Wissen da, an das man sich viel besser erinnern kann. Und gleichzeitig soll man ja auch ein bisschen drüber nachdenken. Also es ist total in Ordnung, wenn man auch mal ein bisschen in seinem Gehirn kramen muss, um wieder an die Lerninhalte zu kommen. Genau, also die Wiederholungen möglichst dann zu machen, wenn wir uns doch gerade so an die Lerninhalte erinnern können. Da kann man keine pauschale Antwort geben, wie groß der Zeitabstand ist. Das muss jeder ein bisschen für sich selber rausfinden. Das ist auch von Thema zu Thema unterschiedlich. Je nachdem, wie gut Ihnen ein Thema gefällt, wie interessant das ist, wie viel Sie schon wissen, wird das wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Gut. Die Frage ist aber, wie mache ich das denn mit dem Wiederholen, so dass es möglichst effektiv und effizient ist, also Zeit spart und trotzdem zu einer extrem hohen Wiedergabeleistung im besten Fall führt, dass man möglichst viel noch wiedergeben kann. Ich möchte mal ein bisschen auf die Forschung eingehen. Es gab Untersuchungen und die sind mehrfach repliziert worden, also häufig gemacht worden. Da kann man zum Beispiel Versuchsteilnehmer auf zwei Gruppen aufteilen. Die bringen beide eine Lernaufgabe. Die eine Gruppe, die bekommt einen Text und soll den zweimal sehr gründlich lesen. Die zweite Gruppe, die bekommt den gleichen Text mit der Aufgabe, ihn einmal gründlich zu lesen und im Anschluss daran einen Test zu bearbeiten. Also nur einmal lesen und dann dazu Fragen zu beantworten. 5 Minuten nachdem die Zeit für diese Aufgaben abgeschlossen ist, wird eine Abrufaufgabe gestellt
und das gleiche nochmal 2 Tage später und auch nochmal 1 Woche später. Und was man jetzt sehr schön sieht hier ist, die schwarzen Balken sind die Gruppen, die 2-mal gelernt haben, also die sich 2-mal mit dem Text beschäftigt haben. Die hellgrauen Balken sind diejenigen, ich hoffe, Sie können das sehen, das sind diejenigen, die 1-mal gelernt haben und 1-mal Fragen dazu beantwortet haben. 5 Minuten nach dem Lernen sind tatsächlich die besser, die 2-mal den Text gelesen haben. Aber, und Lernen ist ja was, was langfristig wirken soll, die wollen ja einen langfristigen Effekt haben, auf lange Sicht sind die deutlich erfolgreicher und können deutlich mehr Inhalte wiedergeben, die erst gelesen haben und dann diesen Abruf hatten. Das heißt, die schon mal so einen Test hatten. Und das ist der sogenannte Testing-Effekt. Kommen die Ergebnisse noch mal reingeflogen. Genau. Also wie gesagt, das sind Ergebnisse, die man in unzähligen Untersuchungen immer wieder auch festgestellt hat. Es macht Sinn, sehr schnell den Abruf von neu gelernten Informationen zu üben. Wieso funktioniert das so gut? Also was man auch weiß ist, dass dieses Produzieren von Wissen, ich kriege eine Frage gestellt und muss wirklich jetzt im Gedächtnis kramen und die Antwort geben, dass das zu wesentlich besseren Ergebnissen führt, als wenn man nur das Wiedererkennen abtestet. Oh, habe ich schon mal gelesen oder habe ich noch nicht gelesen? Ja, kommt mir bekannt vor, kommt mir nicht bekannt vor. Das heißt also, dieses, ich muss wirklich in meinem Gedächtnis, in meinem Kopf graben, um die Information zu finden, das scheint das zu sein, was wirklich diesen Testing-Effekt so positiv wirken lässt. Dazu kommt, dass man weiß, umso schwieriger der Abruf ist, umso besser kann eine Information später auch erinnert werden. Das heißt, es ist total schön und gut, wenn man mal so ein bisschen da sitzt und denkt, oh, wie war das noch? Ich muss mal nachdenken, da war doch dieses oder jenes. Das wirkt sich extrem positiv auf die Lernleistung aus. Durch dieses Abprüfen und dergleichen wird die Beständigkeit der Gedächtnisspur, also das, was tatsächlich im Gehirn passiert, deutlich gefördert. Beständigkeit ist das, was sozusagen auf lange Sicht wirkt, da wo wirklich, ich auch noch nach Jahren im besten Fall Sachen wiedergeben kann, was natürlich schön ist, wenn man auch mal im Berufsleben steht und braucht dieses Wissen. Ne? Das heißt, auch das wird durch das Testen sehr stark positiv beeinflusst. Ja, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich mich testen? Wichtig ist erstmal eine hohe Ähnlichkeit zwischen der Prüfung, die Sie erwartet, zum Beispiel eine Klausur oder eine mündliche Prüfung, herzustellen. Wenn Sie eine mündliche Prüfung haben, dann ist es super, wenn Sie eine mündliche Prüfung simulieren. Wenn Sie erwarten, dass es, oder wenn Sie eine schriftliche Prüfung haben, dann ist es schön, wenn Sie sich schriftlich auch darauf vorbereiten, dass da schon mal eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise ist. Wenn Sie das mündlich machen, ist wunderbar, wenn Sie zum Beispiel eine Lerngruppe haben oder einen Lernpartner. Sie können sich gegenseitig abfragen. Sie können auch jemandem Ihre Unterlagen in die Hand drücken und sagen, frag mich mal ab, der muss gar keine Ahnung davon haben, aber der kann ja lesen und gucken, was Sie aufgeschrieben haben und dann eben schauen, kommt hier die richtige Antwort. Sie können einfach einen Vortrag halten, am besten aus dem Stegreif einfach mal erzählen. Sie können mit einer Lernkartei arbeiten, komme ich gleich nochmal dazu. Also alles, wo Sie verbal, wirklich im Sprechen die Lerninhalte rekapitulieren. Das Zweite, wenn Sie schriftlich eine Prüfung haben, dann sind natürlich Altklausuren schon mal super. Natürlich kommen nicht immer die gleichen Fragen dran, aber ich muss natürlich genauso die Informationen dann auch parat haben, wie das in der Vergangenheit war. Vieles kommt ja dann doch doppelt dran. Wenn ich geschlossene Aufgaben habe, also Forced Choice, Multiple Choice und solche Sachen, ich muss eine Auswahl treffen, dann muss ich dieses Auswahltreffen eben ein bisschen üben. Wenn ich halboffene Antworten habe, zum Beispiel einen Lückentext oder ich muss nur kurz Antworten geben, dann habe ich ja viele Hinweisreize, dann übe ich genau dieses mit wenig Information, doch viel zu produzieren. Und ganz offene Aufgaben, wenn Sie einfach einen Text schreiben müssen, ein Essay, eine Diskussion oder inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema, dann üben Sie genau das. So kann man sich also im besten Fall auf Klausuren vorbereiten, indem man genau mit diesem Testing-Effekt auf die Klausur sich vorbereitet und das macht, was man eben in der Prüfung machen muss. Gesagt, wir gucken nochmal auf die Lernkartei, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das wird ja super gerne genutzt, um zum Beispiel Vokabeln zu lernen, eignet sich hervorragend für Definitionen oder wenn ich Theorien können muss, Aspekte davon kann ich wunderbar machen. Man hat seine Lernkärtchen, die können sehr klein sein für Vokabeln, aber auch größer für
komplexere Themen. Auf die Vorderseite kommt das Thema oder eine Frage, auf die Rückseite kommt die Antwort. Und wenn Sie das durchgehen, dann fangen Sie vorne an. Erstmal sind alle Kärtchen im ersten Fach. Wenn Sie da durchgehen und es ist richtig, dann kommt die Karte ins zweite Fach. Und wenn sie falsch ist, bleibt sie im ersten Kästchen. Hier machen Sie relativ wenig Zeit dazwischen, aber Sie achten darauf, dass Sie das wiederholen, wenn Sie es am besten noch können. Also wenn es noch gut vorhanden ist bei Ihnen im Gehirn, noch gut greifbar. Genau. Was falsch ist, kommt immer zurück ins erste Kästchen. Was richtig ist, wandert jeweils eins weiter. Und dabei ist eben wichtig, dass man die Abstände zwischen den Wiederholungen immer länger werden lässt. Das heißt, ich kann wunderbar jeden Tag all das wiederholen, was im ersten Kästchen ist. Aber bitte nicht das, was im zweiten, dritten, vierten, fünften ist, sondern hier kann ich sagen, das mache ich vielleicht nur alle zwei, drei Tage, das mache ich einmal in der Woche, das mache ich nur alle 14 Tage und im hintersten Kästchen, ja, da muss da schon eine ganze Zeit lang drin sein, drei, vier Wochen, bevor ich es denn dort beantworte, um eben diesen Testing-Effekt am besten ausnutzen zu können. Ja, das war es in der Methode erstmal, noch ein kleines Fazit zum Schluss. Der Testing-Effekt oder das Testen und Abfragen ist eine sehr effektive Methode, um Wissen langfristig abrufbar zu halten. Und damit das Testen und Abfragen aber gut funktionieren kann, brauchen Sie natürlich trotzdem genügend Zeit, um vorher die Informationen zu lernen. Also nicht, ich habe das jetzt nur in der Vorlesung mal gehört und frage mich das dann ab. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, da muss man sich vorher nochmal die Folien angucken oder auch nochmal ein Kapitel im Buch, damit das wirklich richtig gut wirken kann. Das erste Abfragen, Testen zu dem Zeitpunkt, wo Sie noch richtig viel erinnern können. Danach können die Abstände größer werden und der Abruf, der darf durchaus anstrengend sein. Das heißt, nehmen Sie sich beim Suchen nach der Antwort wirklich Zeit und überlegen Sie, kramen Sie in Ihrem Gedächtnis, suchen Sie, bis Sie auf die Antwort kommen. Selbst wenn Sie nicht alles wiedergeben können, das, was Sie wiedergeben konnten, wird garantiert besser abrufbar bleiben als das, was Sie gar nicht erst versucht haben zu finden oder was Sie auch vielleicht sehr, sehr leicht wiedergeben konnten. Das geht natürlich nur mit Inhalten, die Sie tatsächlich auch getestet haben. Das heißt, zu sagen, ich mache die Hälfte mit Testen, die andere Hälfte ohne Testen und warte dann, dass es vielleicht so ein kleine sich so ausbreitet auf die Inhalte, die man nicht getestet hat, das funktioniert leider nicht. Schön wäre es, könnte man Zeit sparen, klappt aber leider gar nicht. Und worauf man auch achten sollte, ist, dass man sich Feedback einholt über richtige und falsche Antworten, damit natürlich nicht irgendwelche falschen Antworten sich in Ihrem Gehirn verfestigen. Das wäre natürlich auch sehr schade. Ja, das war es zum Testing-Effekt. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, können Sie die gleich noch stellen oder Sie kommen zu uns ins Studiencoaching, wo wir gerne mit Ihnen persönlich, vertraulich beraten, wie Sie Ihr Studium noch effizienter, noch besser gestalten können. Vielen Dank.